mal da ist. Du müsstest jetzt eigentlich reinkommen können. Warte, ich probiere mal. Jetzt muss ich mich online mal stellen hier. Ich gehe ja gar nicht so. Ist ja furchtbar. Immer die Leute, die sich offline stellen, ne? Da krieg ich einen Hass drauf, das kannst du dir nicht vorstellen. Wie ging das nochmal mit den Dings? Mit den Du als gehst auf Zuschauer Benutzerspiel und dann Zuschauer auf soll? Zuschauen und dann müsstest du eigentlich mein Spiel sehen können. Wie heißt mein Spiel? VIP Twitch, it's Benutzerspiel. Zuschauer beitreten. Das ist ja sensationell. Ich glaube, du bist der Erste, der das direkt von Anfang an hinbekommt, ne? Ich Ja. könnte heulen vor Freude. Es ist so schön. Ah, so, jetzt lade ich mal die Jungs ein. Also, vierte Liga DE SBL, letzter Spieltag. Team Doorkickers gegen die Presser Crew Team Shark. Oha. Oha, erste gegen fünfte. Die Brother Crew ist eigentlich schon durch. 16 Spiele, 16 Siege, unangefochtener Tabellenerster. Aber die Doorkickers haben auch noch eine kleine Chance aufzusteigen mit einem Sieg heute. Können sie nämlich tatsächlich noch den zweiten Platz klar machen und in die dritte Liga aufsteigen. Ne? Wen würden Sie damit überholen auf dem zweiten Platz? Müsste ich mal reinschauen. Ich bin natürlich top vorbereitet. Das hat mich natürlich super erwischt. Tada! Danke, auf jeden Fall dafür. Das ist dein erstes und letztes Co-Commentary bei uns. Ah, wunderschön. Ja, wen würden Sie überholen? Ich muss natürlich ein bisschen Zeit schinden, bis ich die Seite aufgerufen habe auf dem Laptop. Möchtest du War uns da nicht nicht auch was mal bei vorsingen? War da nicht auch bei DBC, gab es da nicht auch selber so ein paar Unruhen, dass sie, es kursierten ja die Gerüchte, dass sie irgendwie offline sind oder etc., weil die relativ viele Spielerwechsel hatten. Also zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß sie? Shari, glaube ich, ist sie da noch? Ich glaube, die ist ja gar nicht mehr drin. Ich weiß es gar Das nicht war ja mehr. Ich auch muss die Leaderin. auch ganz ehrlich gestehen, dass ich auch so ein ganz bisschen den Überblick da verloren habe, weil ja extrem viele Teams hatten sie auch mal gemeldet, ne? Ich glaube, die Ja, hatten drei oder eben. vier Teams gehabt. Ich glaube, in Ja. unserer ehemaligen Bereichliga, die wir ja jetzt zu Ende gebracht haben, war ja auch ein DBC-Team, die dann aber, glaube ich, zurückgezogen sind. Wenn ich mich nicht Dann könnte sogar das das irre. gewesen sein. Weil es gab da auch relativ viele Unruhen. Also, Jetzt haben wir naja. es auf jeden Fall. Also, wir sind im Moment Fünfter und mit einem Unentschieden, glaube ich sogar schon, wären sie auf jeden Fall punktgleich mit dem Zweiten, Dritten und Vierten. Und ich glaube, sie haben auch das beste Rundenverhältnis. Wenn ich mich nicht irre. Also, mit einem Unentschieden oder einem Sieg würden sie auf Platz 2 gehen und damit überholen Affen mit Waffen, die Regenbogenbande und das Team Rackmod. Wären dann Naja, auf Zweiter. die Regenbogenbande, da kann man sich auf jeden Fall schon mal was einbilden, dass man die überholt. Auf jeden Fall. Ja, also das ist nicht schlecht. Und auch Affen Also. mit Waffen, ne? Wissen wir Ja. ja, die, glaube ich, das größte Line-up der Rainbow-Geschichte haben. Mit gefühlt 198 Mitgliedern. Eine Million. Und es werden, glaube ich, täglich mehr, wenn ich die Facebook-Posts sehe. Ja. Ja, also da ist ordentlich Nachschub am Gange, ne? Wobei ich ja auch sagen muss, also ich habe ja auch bei Affen mit Waffen gespielt, ist aber auch ein super Klima da, aber hat halt einfach nicht gepasst. So. Und ich habe auch eine Vorgeschichte mit DBC, also ich darf hier nicht so voreingenommen, Na, würde das sein. hättest du jetzt mir nicht sagen sollen. Ne? Das ist nicht gerne gesehen. Nein, Spaß. Nee. Wer hat denn keine andere Vorgeschichte? Außer ich. Ne? Eben. So ist Kann das, ja nicht ne? jeder so eine weiße Weste haben. Richtig, ne? Ein Schwie Clan, ein Leben Schwiegermutters lang, sage Liebling. ich nur. Ja, Schwiegermutters Liebling. Auf jeden Fall. Ne? So ist das. Und nicht nur Schwiegermutters Liebling, ne? Auch Schwiegervaters Liebling. Aber das ist eine andere Geschichte. Ne? Das ist eine andere Geschichte, also da Das kommen ist wir nicht später zu. jugendfrei, da kommen wir dann vielleicht irgendwann nach 0 Uhr doch mal zu. Ja, okay. Ja, also ich hoffe natürlich, dass die Jungs hier von DBC jetzt langsam in die Lobby kommen. Ansonsten würde ich schon mal ganz gerne die Jungs von den Doorkickers, mit denen ich, muss ich auch sagen, haben wir auch eine kleine Clan-Vorgeschichte. Also wir haben ja damals, als die Doorkickers sich gegründet haben,
Das haben wir alles so relativ nah mitbekommen. Das waren sehr gute Freunde von uns. Wir haben hier so ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, ist so unser Zieh-Team, ohne dass es jetzt irgendwie ja, despektierlich gemeint ist. Ne? War so ein bisschen unser Zieh-Team damals, als sie sich gegründet haben. Und ich muss sagen, wenn ich so die Anfänge mir nochmal ins Gedächtnis rufe zu dem, was sie jetzt geworden sind, muss ich wirklich sagen, da hat sich einiges getan und bin wirklich stolz auf die Jungs, was sie im Moment so bringen. Ne? Ich bin ja auch CEL mittlerweile. Also auch die Jungs von DKZ haben mal so eine kleine, ja, Clan-Freundschaft eigentlich, will ich mal sagen. Auch relativ erfolgreich, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile, wie gesagt, ihr Aufstieg in der Bereich Sichernliga jetzt zu Liga 3 wäre auf jeden Fall schon ein richtig guter Erfolg. Und ich glaube, auch in der CEL spielen sie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, in der zweiten Liga und sind da auf jeden Fall auch richtig gut mit am Start. Schlecht. Genau. Jetzt aber mal zum heutigen Spiel. Also wir spielen Bank, das ist glaube ich die Map von den Jungs von der Brazzer Crew und danach spielen wir Herford Basis. Das ist die Map von den Doorkickers. Wie gesagt, nochmal kurz für alle. Heute gibt's, ist aber mit beiden Teams abgesprochen, nur ein Stream über das PSN. Das heißt, es gibt heute keinen Delay. Aber wie gesagt, ist alles abgeklärt mit den Jungs, weil mein eigentlicher Streaming-Partner, wo die Capture Card steht, ist heute leider verhindert. Deswegen müssen wir heute alle so machen. Aber Man wie munkelt gesagt, auch, dass er nicht so hübsch ist wie ich. da enthalte ich mich jetzt mal. Sage ich jetzt mal nicht zu und ich denke, die Jungs sind ready und jetzt kann ich ganz gut überspielen und deswegen starten wir jetzt einfach mal Jawohl, direkt ins Attacke. Game. Also, Wer am Doorkickers gegen die Ball? Brazzer Crew. Ich bin gespannt. Ungeschlagen, die Brazzer Crew wird also ein hartes Stück Arbeit für die Doorkickers, wenn sie den Aufstieg heute perfekt machen wollen. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf die Brother Crew, wie sie es. Naja, es ist ja auch eine. Man muss auch erstmal ungeschlagen durch so eine Liga gehen, ne? Also es ist ja nicht gerade ohne. Richtig, vor allem weil es auch eine relativ große Liga war. Ne? Das ist jetzt das 17. Spiel, ne? Also 18 Teams waren vorhanden. Ich weiß gar nicht genau, wie viele dann da zurückgezogen sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na gut, 7 Teams hatten sich zurückgezogen aus der Liga, so wie es hier so pauschal mal sehen kann. Aber trotzdem, ungeschlagen, auch ohne Unentschieden. Ne? Also mit 16 Siegen, 16 Spielen, das ist ein Wort, ne? Muss man auf jeden Fall sagen. Das ist eine Ansage auf jeden Fall. Wie gesagt, wir hoffen So. mal, dass keiner hier den Stream jetzt guckt von den Leuten. Nein, also wie gesagt, ich kenne ja beide Teams gut, das traue ich denen zu. Und für die Brazzer Crew geht es ja auch um eigentlich nichts mehr. Die haben den Aufstieg ja schon perfekt. Und deswegen können wir hier ganz in Ruhe den Jungs vertrauen. Wir sind in der ersten Verteidigungsrunde von den Doorkickers. Wir gehen natürlich runter in die Schließfächer und werden die Jungs hier mal ihre Vorbereitungsphase gestalten, bin ich ganz kurz einmal dabei, die Jungs vorzustellen. DKZ Lockdown, DKZ Pointman, DKZ King, DKZ Final und den DKZ Fields Hardman. Ja, und auf den Seiten von der Brother Crew haben wir DBC Freis, DBC Neku, DBC Prinzessin, würde ich mal sagen, DBC Rasiermesser und DBC King Brother. Genau. Und wir gehen direkt gleich mal ins Match rein. Relativ klassisch, wie sie hier verteidigen. Jopper sind gezogen. Smoke macht sie schon, wie man es aus Bombe kennt. Jetzt mal ein paar schöne Löcher rein. So soll es auf jeden Fall sein. Und Valkyrie ist erstmal im Großraumbüro als Lurker unterwegs. Hat Ja, eine und schöne Valkyrie-Cam geworfen, aber wird jetzt erstmal Ash und ordentlich bedroht. Hibana sind schon, geben schon ganz schön Gas oben, CEO. Hibana, wenn ich das richtig sehe, schon unten gleich im Archiv drin. Ja, und Valkyrie bekommt langsam Probleme. Sich zurück jetzt, hat ein bisschen Angst vor den ganzen Drohnen. Also die Brazzer Crew ordentlich am Drohnen. Und Valkyrie haben sie zurückgedrängt, ist jetzt unten schon wieder in den Fahrstühlen drin. Und so langsam haben die Jungs das Großraumbüro eingenommen. Ash drin, Termit drin. Ah, die Dropper gehen auch schon auf. Sind schnell unterwegs, die Jungs Also, hier von der Brazzer Crew. wollte ich gerade sagen, also 2 Minuten gespielt, alle Dropper auf, keine Gegenwehr. Das kann man mal Ist man machen. so aus Bombe, ist man das noch nicht so gewohnt, aber es ist bereichssicher, ne? Also es ist auch Ich wieder wollte eine gerade sagen. komplett andere Spielweise, ne? Bereich sichern heißt ja nicht umsonst, ist irgendwie so ein bisschen Call of Duty, ne? Wissen wir ja selber, ne? Aber ich glaube hier Ash
Und ja, ich wollte gerade sagen, sieht den Bennett und kann ihn ziehen vom Dropper. War der Bennett etwas zu weit vorgelehnt? Die Valk und wir hat einmal spielen kurz 4 den Jäger gegen 4. Ich mache richtig Attacke jetzt oben. Sie stehen jetzt sehr defensiv unten drin, die Jungs von DKZ. Ah, der Mute im Tresor. Sie versuchen sich einigermaßen aufzuteilen. Warner wird Fahrschule droppen und wird gleich auf den Mute treffen. Sieht ihn. Ah, kann ihn nicht hitten. Ist jetzt schon stairs. Ja. Hat sich jetzt den Jäger gesnackt. Der Mute jetzt ganz eng mit Ibana. Enges Feuergefecht, aber können sich gegenseitig treffen. Mute vielleicht noch 10, 15 AP. Ibana versucht es weiter. Denkt die Ash Mute fliegt rum und ist verletzt. Ash Ibana sieht den nichts und jetzt wird es ganz, ganz schwierig. Aber Ash Smoke, starke Aktion. Kann Mute retten. Ash zieht den nächsten. 3 gegen 2, noch 20 Sekunden. So langsam müssen sie was tun. Twitch im Wachraum gegen Smoke. Also die Messer mit dem nächsten, jetzt wird es ganz schwierig. Und das war's. Starker Angriff von der Brother Crew. Definitiv. Definitiv. Ich weiß nur nicht, ob das vielleicht nicht ein wenig zu wenig Gegenwehr war. Ich glaube, das war ein bisschen zu doll gebunkert unten drin. Ja, sie haben es ja versucht mit der Valkyrie als Lurker zuerst, aber das hat nicht funktioniert. Sehr schnell zurückgezogen. Und dann wurde es doch wirklich sehr, sehr eng und dann haben sie ein bisschen defensiv gestanden, meiner Meinung nach. Ja, weil ich also sie kamen dann, sie hatten dann ja völlig freies Spiel, das haben sie dann ja auch sofort wie du schon gesagt hattest, sie haben es gedroht und hatten dann relativ freies Spiel, was das oben alles anging und dann wird es halt auch schwer, so einen Behälter zu deffen, wenn man dann, sag ich mal, nochmal zwei Räume weiter hinten steht, als der über eigentliche Raum ist, ne? Genau so sieht's aus. Na, wenn man dann noch früh einen verliert, wie mit dem Bennett, der sich da vom Dropper ziehen lassen, wo man die Füße ein bisschen gesehen hat, dann geht das Ganze natürlich ruckzuck. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sich die Brother Crew das erste Mal in der Verteidigung schlägt. Gehen natürlich auch runter in die Schließfächer, was ja der absolute Standardspot ist. Und sie verteidigen es auf jeden Fall auch sehr klein. Ziehen on-spot 3 Wände auf jeden Fall zum roten Gang. 2 Wände zu den Treppen, Dropper werden gemacht. Scheinen sie also auch so ein bisschen verbunkern zu wollen. Castle mit dabei. Bis jetzt ist auch nur der Bennett, der. Hey, der Bennett geht jetzt auch hier wieder runter. Guck mal, der Jäger stellt ein AVS und ein Schild in die Fahrstühle, dass man da wahrscheinlich choppen kann, oder? Doppelschild Fahrstuhl, das ist ja auch interessant. Hab ich so noch nicht gesehen. Guck dir mal das Doppelschild im Fahrstuhl an. Vom Castle. Interessante Taktik. Das stellt sich jetzt erstmal der Mute rein. Habe ich so noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende aussehen soll. Wachraum aufgegeben wohl. Auch zugecastelt. Rook on spot, Castle on spot. Jäger ist oben im... Genau. Jäger versucht so ein bisschen den Lurker zu machen. Archiv, Großraum, ist aber auch der einzige, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Bennett versucht Garage zu halten. Ich finde es auch eine interessante Wahl mit dem Blackbeard hier zu spielen auf der Map. Glaube ich, haben sie den Jäger langsam gespottet. Wird alles ausgedroht erstmal. Komplett Archiv, komplett Großraum, Kassierbüro. Der Jäger ist jetzt ganz oben, vor CEO. Wird da aber, denke ich, wenn sie ihn auf der Drohne im Schirm haben, gleich Besuch bekommen. Aber ich glaube, sie haben ihn verloren. Ash versucht das jetzt im Archiv, aber da ist der Jäger schon lange weg. Sie verlieren viel Zeit auf der Suche nach dem Jäger. Und die Dropper sind auf, nehmen jetzt Server ein und ich glaube, sie haben aufgegeben, den Jäger hier zu suchen. Thatcher aimt ihn ab. Ne, der Thatcher aimt, glaube ich. Stairs ab oder Jäger runter. Kommt der Jäger gleich. Er wird dem Thatcher gleich begegnen. Wenn er den Schritt wagt, ins Großraum rein. Thatcher müsste ihn eigentlich auch hören. Geht jetzt nochmal in die Drohne, aber fährt runter und spottet ihn nicht auf der Treppe. Wenn das der Jäger jetzt gesehen hat, könnte er ihn pushen, aber er ist schon wieder oben. Ah, die Jungs verlieren sehr viel Zeit im Angriff. Er ist jetzt aber schon Wachraum durch und kann den ersten ziehen. Bandit down. Er ist schon durch.
die Frage, was macht der Jäger? Meine, was ist mit dem Mute? Das ist ein ganz schwieriger Spot und Ash wird gezogen. Vom Mute, da hat sich dieses Schild schon Jetzt gelohnt kommt der hinten. Jäger. Jäger kommt, der ist runter. Kessel kann den nächsten ziehen und jetzt hat Jäger Thatcher. Will ihn messern. Hat er nicht gut gehört. Ja, sie hätten den Jäger vielleicht ein bisschen mehr attackieren müssen oben. Hibana kann den nächsten ziehen, aber wir spielen 2 gegen 3. Nur noch 25 Sekunden. Sie ist im Tresor durch. Wird jetzt dem Mute begegnen. Aber sie sieht ihn nicht. Sie sieht ihn nicht hinter den Goldbarren. Hinter dem Money Room. Twitch kann auch einen ziehen. Aber 1 gegen 2. Ganz schwere Situation. Für Twitch, sie muss Onspot gehen. Da wartet schon Rook. Muss übers Schild. Und sie bringen es nach Hause. Ja, da sieht man mal so zwei Medaillen, ne? Die Lurker komplett, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob sie den Jäger verloren haben oder ob sie ihn überhaupt nicht gesehen haben oben. Na, ich Aber. glaube, dass sie ihn verloren haben. Also sie hatten ihn auf dem Schirm. Also Ash hat versucht, ihn zu pushen, war ja schon Kassierbüro, Archiv durch. Aber dann haben sie ihn irgendwann verloren und so ein bisschen links liegen lassen. Und dann ist Ash durchgepusht unten. Aber war dann auch so ein bisschen alleine. Konnte zwar einen ziehen, ja, aber das hat dann nicht so richtig funktioniert. Ja, vielleicht hätte man dann, wenn man sagt, okay, man lässt den Jäger da oben seine Wege gehen, dann muss man aber auch, glaube ich, ein bisschen schneller arbeiten, wie die Jungs das gerade getan haben. Genau, sie haben sich da ein bisschen viel Zeit gelassen. Das hat man dann gemerkt, am Ende hat sie gefehlt. Und dann spielt man 1 gegen 2, 1 gegen 3. Und die Sache ist meistens durch. So, und die Dorkigas 0-2 hinten. Jetzt müssen sie so langsam hier aufs Scoreboard kommen und gehen wieder runter in die Schließfächer. Jopper werden wieder gemacht vom Bandit, verstärken die Wand zum Garagengang. Scheinen also nicht sonderlich groß was anderes zu machen. Erinnert mich so ein bisschen eher an eine Bombentaktik, muss ich ganz ehrlich gestehen. Auch die zwei Räume, die sie im Wachraum ziehen, zu den Serverräumen. Bin gespannt, ob sie diesmal ein bisschen aggressiver verteidigen. Also diesmal sagen, komm, Ah, der Bennett wir versucht schicken abzulenken. einen Lurker vielleicht doch hoch. Valkyrie jetzt im Casino. Wirft da noch eine Valkyrie-Cam. Bennett versucht abzuaimen. Aber die überlegt sich dann auch anders. Aber jetzt spielen sie es aggressiver. Bandit, Großraum, Valkyrie, Kassierbüro, Archiv, Mute auch am Start. Also jetzt scheint es sehr aggressiv zu spielen. Und die Brazzer Crew nimmt oben schon wieder ein. Hotbridge von Ash ins CEO-Büro rein. Wenn sie den Bandit da auf dem Schirm haben. Naja, und der Bandit ist auch auf dem Schirm. Jetzt Ash gegen Bandit und er lädt nach! Er lädt nach und läuft Ash genau ins Ärgerlich. Visier. Ärgerlich. Das war richtig ärgerlich. Macht die Cam, will nachladen und fliegen. Aber die Läuft Valve wird jetzt ganz auch genau ins Probleme Visier. bekommen. Die Valve wird jetzt auch riesige Probleme mit den Thatcher. Hibana macht schon die Jobber und der Thatcher guckt genau in das Archiv. Also er Auch weiß Twitch es. ist durch, im Seiteneingang. Die Frage, was für einen Schaden kann die Valkyrie noch anrichten? Wird auch schon gedroht, bekommt jetzt auch Besuch von der Ash, die geht aber Bürogang. Weiß Ich nicht, glaube, ob die sie die Valkyrie haben Valkyrie sie so nicht so. richtig auf dem Nee. Schirm haben. Weil jetzt kommt auch erst die Drohne ins Büro. Nee, haben sie Und nicht. jetzt sitzt Ash im Fahrstuhl und wenn Valkyrie ihn sieht, aber sie läuft dran vorbei. Sie läuft an Ash vorbei, sie sitzt doch im Fahrstuhl und thront. Aber sie kriegt den Termin. Was für eine Szene. Valkyrie direkt vor Ash. Sie muss nur in den Fahrstuhl. Und wenn Ash das jetzt Hör mal. sieht und aus der Drohne kommt. Und jetzt kommt sie. Aber sie droppt. Was für eine Szene. Trifft jetzt auf den Jäger. Jetzt ist Valkyrie down und Jäger down. Und jetzt wird schon wieder ganz schwierig. 5 gegen 2. Mute kann noch mal einen ziehen. 2 gegen 4. Aber sie sind durch. Mute jetzt on spot. Valkyrie in den Fahrstühlen. Hibana in den Fahrstühlen. Jetzt im Garagengang. Serverräume kommen gerade der Thatcher und die Twitch rein. Aber auch nur noch 30 Sekunden. Sie lassen sich für 4 gegen 2 gerade sehr viel Zeit. Smoke Es aimt fahren auch noch den gerade Job ab. ungewöhnlich wenig Drohnen.
für 4 gegen 2. Jetzt drohen die Hibana. Mal gucken, was. Aber sie haben langsam keine Zeit mehr. Jetzt ist der Smoke da, smoket ein bisschen aus. Und jetzt wird es plötzlich doch eng. Für die Jungs. Termit geht jetzt rein. Gegen den Mute und wird gezogen. Jetzt wird es ganz eng. Noch 3 Sekunden. Stark gemacht. Stark noch verteidigt. Aber ganz knapp. Ja, die Jungs von DBC, wie sie diese Runde holen. Hatten da, glaube ich, auch noch ein bisschen Glück, dass der C4 Teamkill dabei war. Definitiv. Sonst wäre das hier, glaube ich, schief gegangen. Standen dann am Ende nochmal mal kompakter als mit 4-5 Leuten vorher. Das stimmt, das stimmt. Sie haben sich echt, die DBC hat sich hier echt Zeit gelassen. Bei 4 gegen 230 Sekunden hätte man auch einfach ein bisschen offensiver, glaube ich, an die Sache rangehen müssen. Dann hätten die Verteidiger, glaube ich, etwas früher die Probleme bekommen und man hätte die Runde etwas sicherer nach Hause gebracht, ne? Aber gut, fragt am Ende keiner mehr nach. Was mich bisher wundert, ist, dass keiner so wirklich durch die Garage will, ne? Also es hat man keiner wirklich probiert, durch die Garage zu kommen. Ja, gerade im Glass ist das ja mit dem Thermalvisier mittlerweile immer eine sehr gute Variante. Aber auch man sieht auch richtig, wie Glass nicht mehr so richtig gespielt wird nach dem Update. Ne? Er ist halt schon wirklich schwach geworden eigentlich, ne? Muss man wirklich sagen, trotz Thermalvisier. Ne? Brauchst zu viele Hits, ne? Du brauchst zu viele Hits teilweise. Ja. Und wenn du dann sag ich mal, einen Lucky Punch mitten ins Gesicht kriegst, ich wollte schon ein anderes Wort sagen. Ist halt ärgerlich, ne? Gerade wenn dann halt ein Dreier Rüstungsoperator kommt, ich glaube, da brauchst du mittlerweile 4 Hits, glaube ich, um ihn wirklich zu downen. Ja. Das ist schon ein bisschen zu krass und die Hitbox soll ja jetzt auch nicht gerade die beste sein im Moment, ne? Also das ist interessant. Vom Glass. Professor Prostata, das ist im Moment Bereich sichern DESBL, 4. Liga. 1. gegen 5. Und mal kurz lassen wir ein Kassierbüro, die. Nee, jetzt wird die Wand noch gezogen. Ich wollte gerade sagen, das wäre merkwürdig geworden. Ja, und Bandit wieder sehr aggressiv im Großraum. Ash macht auch schon mächtig Druck. Nutzt natürlich da den kleinen Schlitz aus, um ins Kassierbüro reinzugucken. Aber der Mute hat natürlich schon von der. Ja, und von der Ash-Ladung hat der Mute nochmal ordentlich eine mitbekommen. Großraumbüro ist auch schon eingenommen. Ja, also es ist mir zu wenig Gegenwehr. Gerade. Ja, also hier auch oben, also der Jäger wird hier dauerhaft gespottet, aber es kommt keiner, um ihn so richtig zu pushen. Jetzt Ash kann den ersten ziehen. Bandit ist down. Aber der Jäger, die ganze Zeit wird der Jäger oben gedroht, aber es ist keiner dabei, der ihn mal so richtig challengen will. Nee, die Hibana wartet, die ist. Jetzt kommen die Twitch-Drohne noch dazu. Aber so keiner ist wirklich da. Auch Ash kommt nicht nach. Jetzt kommt Ash langsam nach oben. Noch lebt die Twitch-Drohne. Bernhard macht unten die Wände on-spot auf. Aber es dauert zu lange. Jetzt Ash und der Jäger. Ash wird nochmal gespottet. Sehnt sich wieder nicht. Das ist eine ähnliche Szene wie eben mit Ash und Valkyrie. Jetzt kommt Ash und jetzt muss ihn ziehen. Ist geblendet. Was macht Ash? Kann ihn ziehen? Nein! Jetzt ist er injured, aber sie weiß es, glaube ich. Jetzt kommt der Thatcher noch. Jetzt wissen sie es, dass er injured ist. Sie sehen ihn nicht. Doch jetzt. Also ein bisschen ist das irgendwie heute ein bisschen merkwürdig. Sie sehen teilweise die Gegner nicht, habe ich das Gefühl, ne? Ist Ringelpiez mit anfassen hier gerade ein bisschen? Ja, schon so ein bisschen, muss man wirklich sagen. Also ich sehe eben in der Vorrunde in den Fahrstühlen, das war schon ein Clip wert eigentlich, ne? Muss man wirklich sagen. Aber jetzt kommen sie vielleicht 5 gegen 3. Auch nochmal aufgemacht. Also Onspot haben wir schon auf und Kassierbüro ist jetzt auch auf. Stark gemacht von Castle. Preis. Oh, ich mache auch eine Attacke. Ja, aber sie stehen kompakt, das ist gut. Sie decken sich gegenseitig ab. Mute und Twitch, da wird es auch gleich den Kontakt geben. In der Drohne, aber sie trauen sich auch jetzt wird wieder gedroht, trauen sie auch nicht so richtig den letzten Zugriff zu machen. 4 gegen 2, 4 gegen 1, jetzt müssen sie rein. Erste letzter Überlebende gegen Twitch, versucht nochmal alles, aber ich denke, das war's. Wird gezogen von der Twitch, am Ende noch ein guter Angriff.
von, ich Wichtige glaube, sechs. Runde. Wichtige Auf jeden Runde. Fall. Wenn man jetzt nicht aufs Scoreboard kommt bei 0 zu 3, dann wird das eine ganz, ganz schwere Kiste. Denke ich auch. So, ich bin gespannt, ob es Jetzt. DKZ nochmal unten versuchen wird. Also der Erfahrung nachher würde ich sagen, ja. Aber ich würde es nicht empfehlen, weil. Also so wie sie es verteidigen, würde ich es nicht empfehlen. Sie sind Weil für es ist. unten zu defensiv einfach, ne? Und Sie haben es guck eben mal. ja mal mit drei Lurkern probiert. Aber hat auch nicht funktioniert. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob da die Absprache. Oder vielleicht ist es auch einfach, weil DBC ist durch. Die haben keinen Druck mehr und DKZ muss halt, ne? Also es ist halt auch immer so Ein zwei bisschen Seiten der Medaille, Kopfsache, ne? ne? Ja. Aber guck mal, als ob wir es geahnt hätten. Sie gehen ins Archiv. Bin mal gespannt, ob sie das jetzt endlich mal ein bisschen offensiver verteidigen. Ob sie jetzt vielleicht auch mal wirklich trauen, die Pusher zu facen und zu ziehen. Definitiv. Also sie müssen. Sie müssen aggressiver spielen. Ich glaube, dass das auch eine ganz gute Taktik ist gegen DWC, wenn man aggressiv vorgeht. Also man sieht ja, sie sind aimstark auch von DWC und holen dich halt auch on-spot weg. Genau. Kannst auch die Winkel halten, wie du willst manchmal. Ah, sie Aber scheinen es auf jeden Fall jetzt. sehr klassisch zu verteidigen, aber Doc hat sich oben auf jeden Fall schon mal ein Fenster aufgeschossen. Genauso wie Valkyrie. Kessel hat vorne in der Lobby die Tür gekesselt. Schöne Valkyrie Cam hier von Lockdown, die aber sofort weg ist. Schade eigentlich. Aber sie versuchen es jetzt definitiv offensiver zu spielen. Ah, Valkyrie sieht hier schon fast den Thatcher, der sich einen halben Meter weiter hochgeseilt. Auch Doc ist oben am Start. Sieht jetzt die Hibana und frisst hart, genauso wie Valkyrie. Hibana Lowlife. Ash schleicht sich hinten durch den Serverraum an die Metalldetektoren ran. Ah, es war schade, da hätte Doc den frühen Kill machen können. Heilt jetzt erstmal die Valkyrie. Das wäre wichtig gewesen. Aber oben ist keiner, ne? Also oben verteidigt keiner eigentlich. Naja, sie haben es eben mit Doc und Valkyrie versucht, sind aber dann beide nach unten geflohen, als sie die Kills nicht ziehen konnten. DBC jetzt oben komplett durch und jetzt wird es natürlich schwer, wenn man oben durch ist. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Plan von DBC, weil wenn ich mir die Ash angucke, die da jetzt von den Garagenstairs da rum. Aber Frist vom Ah, der Jäger, Jäger. stark gemacht vom Jäger. Sehr Da hat gut. sich's Das hat er erstmal gerochen. ausgeschlichen. Und jetzt haben sie Das hätte. vielleicht die wichtige Überzahl. Bandit sieht den nächsten. 5 gegen 3. Lock in den Camps. Und jetzt bekommen DBC richtig Probleme. Termit ist oben. Beim Ash Oberlicht aimt on spot rein. und die Hibana ist Lowlife. Also, es wird richtig schwer jetzt. Ganz, ganz langsam bewegt sich die Hibana runter. Twitch frisst von Valkyrie. Zieht sich auch erstmal zurück. Das C4 knapp verfehlt. Aber Twitch ist jetzt ordentlich in der Zange. Sie kommt Termite da ist nicht jetzt mehr raus. Großraum. Hibana von Und. hinten. Nicht Nee, aufgepasst. der Termite. Der Termite, der. Termite Kleine war's. Schlingel. Ja, er hat sich da durchgepusht. Hat die Valkyrie wahrscheinlich nicht die Metalldetektoren gehört. Ich war gerade sicher, dass es Hibana ist, laut Wachklang. Jetzt können sie vielleicht es drehen und Was? plötzlich spielen wir 2 gegen 3. Claymore Kill und Hibana zieht noch einen. Und plötzlich spielen wir hier 2 gegen 3. Das ist bitter. Es sah so gut aus für DKZ und jetzt nur noch 20 Sekunden. Aber Hibana Twitch Lowlife, Twitch fällt stark vom Doc. 2 gegen 2, noch 15 Sekunden. Termit macht nochmal auf. Hibana geht jetzt übers Kassierbüro. Kommt Kontakt mit dem Castle. Castle kann ihn ziehen. 1 gegen 1. Doc gegen Hibana. Hibana's Lowlife. Doc sieht ihn nicht. Was für. Also. Hammerhart. Richtig gut von der Hibana. Richtig stark. Und da richtiger Timefail für den Doc. Dreht sich im falschen Moment um. Und sie holen die Also, Runde ich. wirklich noch nach Hause. Also, der King Brother, der gibt Gas hier. Also, der gibt Gas hier. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, das hat er stark gemacht.
glaube, das war die Hibana, ne? Der King Brother. Ich glaube, ne Neko war dieses Mal die Hibana, hat aber, glaube ich, trotzdem in der Runde reingezogen oder zwei, ich weiß es gerade gar nicht. Zwei auf jeden Fall, ja. Also Aber Junge, auch nur mit Junge, der Junge. Secondary. Also Nico, wenn du das dir anguckst, bleib bei der Secondary. Er ist eine starke SMG, ne? Ja, definitiv. Ja, jede Secondary als SMG ist stark. Also, entschuldige mal, gegen eine Pistole immer. Das ist leider wahr. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass DKZ die Runde noch abgibt. War eigentlich sehr, sehr stark begonnen. 5 gegen 3. Wollte ich gerade sagen, Ärgerlicher also wir haben Claymore die Kill. Aggressivität gefordert, aber das war am Ende dann, da muss man halt immer abwägen. Also ich finde, es ist schwer, so einen Zeitpunkt immer rauszufinden, aber wenn man dann, sag ich mal, nur noch 50 Sekunden zu spielen hat, man steht 5 gegen 3, dann Leute, alle ins Onspot und Feierabend, macht die Tür zu. Dann kann man sich auch mal so ein bisschen, kann man ein bisschen die Bunkertaktik rausholen, ne? Ja, Alter, 5 gegen 3, was wollen die denn machen? Schade. Schade für Genau, DKZ. schade, schade. Damit 4 zu 1 für DBC, das Unentschieden auf der Map schon mal gesichert. Jetzt muss DKZ kommen. Alles oder nichts jetzt auf der Map. DKZ sage ich schon. DBC und DKZ, das ist natürlich auch schon wieder, ne? Ja, es ist grausam. Das in meinem Alter, das kann ich doch niemals mehr auseinanderhalten, ey. Junge, Junge, Junge. So, Aber es kommt DBC geht immer wieder noch keiner runter durch die mit, Garage. so wie es aussieht, der exakt gleichen Taktik. Wieder dieses sehr, sehr interessante Schild in den Fahrstühlen. Und jetzt wird wieder gedroht. Er ist schon in der Lobby drin. Hibana droht. Termit macht hier erstmal einen Dropper auf. Mit einer Termitladung, der nicht verstärkt ist. Beide Dropper. Ist das jetzt gerade nur ein Anzeigebug oder macht Termit hier Nee, wirklich nee. beide Jobber auf? Thatcher schon injured vom Jäger. Aber ich glaube, Jäger weiß es nicht. Ist auch Lowlife. Oh, da sieht er die Oh. Und Ash, Füße. ich glaube, da hat der Jäger. Oh, Oh, im oh, oh. letzten Moment. Ich wollte. Oh, und er ist in der die Twitch-Drohne holt, aber das war eine ganz knappe Kiste. Also da kann sich die Ash noch mal bei der Twitch bedanken. Also. Das glaube ich auch. Ash finisht ihn, den Jäger jetzt, aber ich glaube noch eine halbe Sekunde länger und Twitch hätte ihr und der Jäger hätte sie gesehen. DKZ macht jetzt auf jeden Fall Dampf. Thatcher lebt wieder. Dropper sind alle auf. Und jetzt wird sich Onspot zurechtgedroht. Treppe sind sie durch. Und trauen sich nicht, die Sprengladung anzulegen. Doch jetzt ist es auch um die Kesselwände geschehen. Bandit bekommt Probleme von oben. Aber sie stehen sehr, sehr kompakt, die Jungs von DBC. Sie lassen sich nicht beirren. Egal, was hier auf ist. Jetzt bin ich Auf gespannt, ob geht's. DKZ den Zugriff hinbekommt. Wachraum gedroppt, Hibana. Thatcher steht am Dropper, Ash wird über Treppe gehen. Ärgerlich, dass der Turm halt jetzt keine Ladung mehr hat, ne? Oh, da Ja, ist jemand im Fahrstuhl richtig. gedroppt. Da ist jemand im Fahrstuhl gedroppt. Jetzt will ich mal sehen, was das die beiden sind. Thatcher. Wenn Thatcher jetzt hochkommt, müsste er Bandit sehen. Sieht ihn nochmal. Mist, den Shot! Der Bandit Traut weiß sich ihn nicht, immer aber noch Ash nicht. finisht ihn. Stark von Ash. Jetzt 5 gegen 3. Mute ist noch hinten im Tresor. Bekommt auch die Hits. Auch nur einer Onspot, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, aber es sind wieder nur noch 20 Sekunden. Jetzt Hibana und Mute mit dem Duell. Die Leute, treffen sich gegenseitig nicht. schlag das Rook Fenster zieht den auf. ersten. Jetzt ist Rook Jetzt down. sind sie drin. Jetzt müssen sie abwägen. Du Noch versuchst nochmal abwägen. gegen Hibana, aber das war's. Stark. Der Käse nochmal leichte Gegenwehr, aber Termit macht's klar. Uiuiuiuiui. Wirkt alles ein bisschen. Ab und zu ein bisschen statisch, habe ich das Gefühl, ne? Ja, so unkontrolliert. Also, ich meine, sie waren vorne mit drei Leuten an der Haupt hier, wo der Rook sie alle abgeaimt hat. Anstatt einer denn mal wirklich da zum Fenster läuft, das Fenster mal kurz aufschlägt und einfach mal challenged von hinten. Weil ich Ja, meine, von zwei richtig. Seiten kann der Rook dann auch nicht mal abgehen. Also es ist Also, manchmal es so ein. wirkt ängstlich. Genau, Ängstlich, das ängstlich. wollte ich gerade sagen. Ne? Also sie legen sich eigentlich auch teilweise alles gut zurecht, aber dann so der letzte Ja. Schritt, der letzte Push, Ja. das letzte 1 gegen 1 wird sich oft nicht getraut, der Schritt, ne? Ja. Aber das habe ich schon angesprochen. Also, das DWC, das sind ja auch keine
keine No-Names, ne? Also sind schon einige dabei, die schon aimen können. Also, Auf jeden Fall, ne? Das ist aber alles so schon viel im oberen Bereich, was die Jungs hier spielen. Und Mädels, ne? Wir wollen ja Prinzessin ja, stimmt. nicht vergessen, ne? Sonst heißt es wieder hier, ne? Wir sind hier Ja, keine geschlechterfeindlich, ne? Naja, nee, So sind wir ja sind wir nicht. nicht. Nee, nee. Das war doch deine Idee mit den Amazons da, oder? Ja, selbstverständlich. Ne? Die Idee ist auch tatsächlich noch nicht vom Tisch. Ne? Wir hatten ja jetzt ein Okay. bisschen Umstrukturierung hier, ne? Aber irgendwann, ne? Prinzessin vielleicht, die Amazons sind nochmal da. Ne? Ich frage mich auch immer, wenn so ein Mädel, so eine Prinzessin bei der Brother Crew ist, wie das da so. Aber gut, ist, denke ich, Ist wieder ein was anderes anderes. Thema. Wir müssen uns hier aufs Spiel konzentrieren. So. Genau, Katze, Archiv, was wieder von machen wir? DKZ. Ich sehe nur einen Lurker. Oh, ich glaube, die Prinzessin hat die Drohne nicht gesehen. Ah, nee, die Prinzessin hat die Valkyrie. Ah, jetzt haben wir sie. Also ich glaube, wäre die Valkyrie sitzen geblieben, die Prinzessin hätte sie nicht gesehen. Jetzt wird es schon schwer wieder für den Jäger ausgedrohnt. Aber auch Valkyrie ist im Perso. Sie versuchen es vielleicht jetzt endlich mal ein bisschen Forscher zu spielen. Einer von den Verteidigern unten? Nee, weil die Ash, die lungert da schon wieder unten rum. Ja, sie geht, ich wollte gerade sagen, sie geht wieder unten rein. Termit aimt ab. Twitch am Drohnen, Fetcher am Drohnen, Hibana am Drohnen. Ja, und Ash haben sie wieder nicht auf dem Schirm. Oh, Thatcher das war kann eklig. den Jäger ziehen. Hat Thatcher Guckt ihr stark das gemacht. an? Hast du das Killhole gesehen? Nee, leider nicht. Ich bin Das ist ja geschossen. gerade bei der Ashe, wie sie hier sich wieder von hinten anschleicht. Und keiner hat sie so richtig auf dem Schirm. Twitch jetzt Seitengasse. Und Valkyrie bekommt Probleme vom Thatcher. Und wieder. Sie lassen sich wirklich zurückdrängen. Von DBC hier, die Jungs von den Doorkickers. Termit gibt Ja, die aber Blind. das ist Zeit momentan, ne? Guck mal, wir sind schon wieder bei 1,20 nur noch. Barner läuft noch nach oben. Und sie drohen auch viel. Jetzt Twitch und Castle. Das glaube ich, oder? Ne, Doc ist es. Kann ihn nicht ganz sehen, aber das ist auch hauchdünn. Da kann man ihn sehen, aber stark gemacht. Guter Kill vom Fields Hardman. 4 gegen 4. Die Ganz Prinzessin die ist down. Welt. Termit zieht jetzt die Valkyrie. Noch eine Minute. 4 gegen 3. Und jetzt denke ich, geht's langsam auf. Oh, das wird interessant. Wenn der Bandit da abfangen kann, das wäre. Aber nicht. Aber Ashe Leider. hat jetzt schon die Castle-Fenster in. Wenn ich glaube nicht, dass Bennett es schaffen kann. Und so langsam fällt die Festung in sich zusammen. Geht von allen Seiten auf. Ob jetzt. Gegen die Ashe, frisst hart und Doc ist injured. Aber er kann Und, sich aber er holt sich. wiederbeleben. Nein. Hibana zieht ein, Termit zieht ein und jetzt ist es um den Kessel auch geschehen. Also der Neko mit der SMG, Hut ab. Ja, Bleibt stärker als dabei. mit der Hauptwaffe, ne? Da geht das Ja. ordentlich ab. Ja, es hat sich so ein bisschen angedeutet, dass auch diese Festung relativ schnell fällt, muss ich gestehen. Das ist alles ein bisschen defensiv gewesen hier. Gut, aber dafür Hut ab, DBC, starke Map, 5 Ja, zu 2 auf der definitiv. Home Map, Bank, die erste Map eingefahren. Wir sollten wieder nochmal sagen, dass sie natürlich nach DESBL-Regeln gespielt wird und es hier nicht nach Maps geht, sondern nach Punkten. Also jetzt muss DKZ auf ihrer Home Map, auf Herford Base, Das erstmal geht. ordentlich was nachlegen, ne? Um vielleicht noch die Aber Aufstiegschancen zu wahren. es ist ja nicht so, dass wir es noch nicht gesehen hätten, ne? Also ich habe auch schon das eine oder andere 5-1 verloren auf der anderen Map und dann 5-0 noch gewonnen. Also es ist machbar. Auf jeden Fall. Ne? Man weiß ja wirklich, eine Heimmap ist natürlich immer anders. Wenn die Map dem anderen nicht liegt, dem anderen Team nicht liegt, dann kann das ruckzuck gehen. Ich erinnere mich auch an ein Spiel, das war aus der letzten Season von uns. Da haben wir gegen Pro V2 gespielt. Da haben wir auf unserer Map 5 zu 1 gewonnen. Auf Oregon, wenn ich mich nicht komplett irre. Haben die komplette Map eigentlich auch ziemlich beherrscht. Haben uns auch schon so ein bisschen sicher gefühlt. Und dann haben die, hat Pro V2 Herford gespielt und wir haben mit Ach und Krach nur 2 zu 5 verloren. Also konnten ganz knapp einen Sieg da noch holen in der Endabrechnung. Aber das wäre auch fast schief gegangen. Also da hat man wirklich gesehen,
wie unterschiedlich zwei Maps wirklich laufen können. Ja, es ist, ne, wenn du dann, sag ich jetzt mal, das, ich will jetzt nicht sagen, auf die leichte Schulter nimmst, aber ich sag mal, wenn du dann auf einmal richtig Gegenwehr merkst auf der anderen Map, ja, und dann kommst du auch manchmal ins Schwitzen, wenn es dann auf einmal 3-0 steht, dann läuft gar nichts, die Kommunikation fällt aus oder was weiß ich. Da kann es dann Richtig, auch ne? schon mal enger werden, ne? Das ist alles eine Kopfgeschichte, ne? Das geht dann alles relativ schnell und wenn der Kopf nicht mitmacht, dann kann sowas auch ruckzuck in die Hose gehen. Deswegen So. sage ich auch immer, positives Mindset ist wichtig. Das ist das Wichtigste in dem Spiel, ne? Das ist. Ja. Aiming gehört natürlich auch Wenn dazu, Taktik gehört dazu, aber wer schon negativ in ein Spiel reingeht, ne, das ist, kann man nicht viel machen, ne? ist schon Feierabend. So, ich wollte gerade sagen, DBC nur noch zu viert, aber die Prinzessin ist nachgejoint. Hatte wahrscheinlich einen kleinen Disconnect. Und dann kann es gleich weitergehen und in. Was? Disconnect bei Rainbow? Also, was, wie komme ich denn auf so einen Blödsinn? Ne? Da muss ich mich bei den Zuschauern natürlich erstmal entschuldigen. Natürlich absoluter Bitte Quatsch, ne? dich. Ich bitte Ey, dich. unglaublich, ne? Was hat er noch gesagt? Ein Fehler in der Anwendung, ne? Aber es wäre noch bekloppter gewesen. Ja, Das also hätte mich wirklich, ne? einliefern müssen. Junge, Junge, Junge. Wir haben Operation Health hier am Start, ja, da kann ja nichts schief gehen. Absolut, ne? Seitdem auch keine High-Pings mehr, wissen wir ja selber. Ne? Vorhin sehr schöne Spiele gehabt. Oh ja. Gegen Jungs, die keine High-Pings hatten in Ranked, Nein, ne? nein. Ne? Nein, War definitiv nicht. alles unter 300 ist noch kein High-Ping. Ne? Auch Nee. wenn alle 5 bei 220 rumschwirren. Ne? Das ist kein So. Hyping. Genau, ist kein Hyping. Die Jungs, ich denke, die Jungs und Mädels natürlich, ne, wollen wir natürlich wieder nicht vergessen, machen hier eine ganz kurze Pause, so wie es aussieht. Sind noch nicht alle bereit? Das nutze ich einfach mal ganz frech, um die Stats anzuzeigen. Aber ich komme gar nicht auf die Jungs drauf. Jetzt die neue Lobby. Ich muss Hey. gestehen, dass ich seit der Ja, neuen Lobby, die neue wo wir Lobby. minimal inaktiv waren, in den letzten 2, 3 Wochen, was Streams angeht, nicht mehr gestreamt habe und ich komme irgendwie. Nee, nee, geht nicht. Ich komme auch nicht. Kann man nicht mehr drauf, ne? Nee. Ja, es sind so viele Sachen. Ja, gut. Aber ich bin ja schon froh, dass sie so einigermaßen die Lobby jetzt gefixt haben, ne? Wenn ich so bedenke nach dem Update, ne, die Boah. ersten paar Tage privates Spiel, ne, Sau. oder Benutzerspiel, war nichts mit Seitenwechseln und so, zwei Maps Nee. spielen, ne? Konnte man erstmal fünfmal Nee. das Spiel neu starten. Ja. Also das war echt Horror. Aber was will man machen, ne? Es ist halt Ubisoft, aber. Ich meine, ich will jetzt nicht schlecht über Ubisoft reden, ne? Die machen super Spiele. Ja, mir fällt jetzt keins ein, aber die machen bestimmt super Spiele. Ich finde, dieses Spiel, also gerade Rainbow, das hat so viel Potenzial und es ist teilweise so traurig, dass da denn sich so wenig drum gekümmert wird, weil ich glaube auch selber, dass bei Ubisoft das Rainbow Six das meistgespielte Spiel ist bei Ubisoft. Würde ich jetzt so vermuten. Also Dann ich könnte frage ich jetzt mich, kein anderes sagen. also. Das glaube ich tatsächlich auch. Also, aber dann frage ich mich immer so, wenn Rainbow, ich meine, gut, Rainbow ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber wenn das wirklich das meistgespielte Spiel von Ubisoft ist, mit den ganzen Fehlern und Bugs, Definitiv. will ich jetzt nicht so wirklich über die restlichen Spiele von Ubisoft urteilen. Nee, nee. Ich glaube, die Aber sind startklar, die Leute hier. genau, sind gerade startklar gewesen. Herford Base ist eingestellt. Und dann würde ich sagen, starten wir die zweite Runde. Dafür. Dafür. So, aber jetzt kann ich bestimmt auf die Jungs draufgehen. Hoffe es. Supportet mich, danke. Uns kann man natürlich auch gerne supporten mit Follows etc. pp. Ja, heute leider nicht im gewohnten Overlay. Es wird leider nicht angezeigt, wenn ihr followt oder donatet. Wie gesagt, weil es heute nicht über die Capture Card läuft, aber ab dem nächsten Stream wird das wieder alles vernünftig laufen. Der ist übrigens, ein bisschen Eigenwerbung muss ja auch sein, am Dienstag um 21 Uhr streamen wir Brothers Cup Gruppe 3 Imperial Esports Team Supreme gegen die Pimmelbirnen. Auch da könnt ihr euch dann gerne einschalten. Imperial Esports, starkes Team. Auf jeden Fall
Genauso. Also Leute, anmachen am Dienstag. Auf jeden Fall, da geht's richtig rund. Ne? So richtig rund. Mit Der Kaffee und Brothers Cup Kuchen. wird glaube ich, richtig. Aber Also vor ein allem, da gibt's auch ein Lineup von schönes Preisgeld, Teams. ne? Ja, und auch das Lineup von den Teams, was da mitspielt, ist eine Ansage. Wird schon. So, jetzt aber Aber genug cool. Werbung. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück wieder zu dem Game hier. Und bevor es jetzt wirklich ernst wird in der ersten Runde, gehe ich ganz kurz einmal die Set Point Man mit einer 1-3er Win-Loss und 1-2er KD. Wir haben den King, DKZ King, mit 1-2 und 1-3. Wir haben Lockdown mit 1-4, 1-3. Wir haben den Fields Hardman mit 1-6, 1-3. Und den Final mit 1-1, 1-0. Also keine schlechten Stats eigentlich bei den Jungs von DKZ, ne? Nee. So, und wir haben schon den Wer ersten ist der Erste? Kill. Jäger aimt ab. Jetzt war ich noch gar nicht bereit hier vor lauter Stats. Ganz oben war der Jäger. Und Twitch hat sich schon verabschiedet. Jäger ist jetzt in der Küche. Ash macht sich die ersten Drohnen auf und es sieht so aus, als wollte DKZ jetzt tatsächlich ein bisschen schneller an die Sache rangehen. Ash schon komplett durch, Esszimmer gedroppt. Warner schon durch und frisst auch vom Jäger. Und der Jäger kann auch den zweiten sehen. Was kann Ash machen? Wenigstens den Konter geholt und wird geeckot. Ah, da fährt der Echo schön mit der Drohne rum. Ärgert die Ashy gewaltig in der Küche. Ja, knapp 1,50 zu spielen, nur 4 gegen 3. DBC Noch legt hier genug wieder Zeit. ordentlich los. Ist genug Zeit. Spinde sind auf, aber Bandit hält sich da wacker drin. Kann die Claymore zerstören. Termit kommt jetzt über Red anscheinend. Ash und Thatcher am Drohnen. Aber auch hier DBC wieder sehr kompakt, wie sie stehen. Gute Sie sehen Spots, sich keinen gute Meter. Winkel, aimen sich gegenseitig ab. Das wird ganz schwer für DKZ da irgendwie reinzukommen. Vor allem in Sie müssen jetzt Unterzahl. anfangen zu arbeiten, ne? Sie müssen arbeiten jetzt. Termit in Red drin. Weiß auch nicht, warum die Ash da Druck macht, warum da keiner nachkommt. Die Jetzt hat Bandit der Thatcher wechselt. den Bandit und Oh. verfehlt den Shot. Bandit kann ihn ziehen. Eieieiei. Ash kann Bandit ein bisschen hitten, aber der Thatcher hätte ihn haben müssen eigentlich. Muss der Termite. Ah, Termite versucht jetzt Ist auch natürlich wieder jetzt. Spinde reinzugehen. Da steht doch der Bandit! Da steht er doch! Eieiei. Also heute ist irgendwie so Tag der späten Reaktion, habe ich das Gefühl. Sehe den Gegner nicht. Siehst du mich nicht, sehe ich dich nicht. Der Miet ist durch und wird wieder geeckot. Frost bekommt den Call, wird ihn da abaimen. 20 Sekunden. Ich sehe es wirklich nicht gut jetzt hier. Ash versucht es hier Ich über glaube, den da ist auch Ölfassraum. eine Frostfalle hinter dem Aber auch Schild. da ist jetzt die Echo-Drohne. Frost kann Ash ziehen. Und jetzt wird es für Termit natürlich ganz, ganz schwer. Und auch er wird gezogen von Echo. DKZ hat so richtig im Angriff noch kein Gegenmittel gefunden. Gegen diese wirklich starke Onslaught-Verteidigung von DBC, die unglaublich kompakt und gut meistens in der Base drinstehen. Ja, und es ist halt extrem bitter, ne? Also du gehst mit 5 zu 2 war es, glaube ich. 5-2. 5-2er. Gehst mit 5-2 aus der Map, nimmst dir auf deiner Map was Riesiges vor, weil du unbedingt aufsteigen willst und dann kommt nach 5 Sekunden der Jäger an und holt sich erstmal die Twitch, ne? Also. Genau, macht Bub und das war's dann, ne? Ach, es hätte besser laufen können, sagen wir es mal so, ne? Dezent, ne? Dezent. So, jetzt DKZ wieder in der Verteidigung. Geht natürlich auch runter in die Waffenlager. Mal gespannt, was sie mit der Mira anstellen im Waffenlager. Ob das jetzt die Standardtaktik ist mit einer Wand freilassen oder ob sie irgendwas Außergewöhnliches vorhaben. Weil wie, Bereich sichern ist ja wie gesagt was anderes als Sonder. Also, stellst dich da Genau. quasi rein und dann ist gechallenged.
noch gestehen, dass ich gar nicht so firm bin in der aktuellen Bereich sichern Taktiken, was da so abgeht. Ich habe es, glaube ich, schon, also richtig, bis auf meine Runde Ranked, so also richtig competitive Bereich, habe ich jetzt, glaube ich, schon ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Muss ich leider zugestehen. Deswegen bin ich gespannt, was die Jungs sich hier überlegt haben. Mira schrotzt auf jeden Fall über der Einzelwand erstmal auf. Wahrscheinlich Könnte für ein mir denken, dass C4. da das C. Wollte ich gerade sagen, ich könnte mir denken, dass das C4 da durchkommt. Schöne Cam von der Valkyrie hier. Guck mal, Björn, ich glaube, er hat eine Valkyrie Cam geworfen, die du auch mal versucht hast. Kannst du dich noch an die Cam erinnern? Die war schön, ne? Ja. Ach, die schönen Anekdoten, ne? Ich will ja nicht zu viel erzählen, aber es war eine schöne Cam, ne? Ja, es Ich war könnte nicht. zumindest ansagen, dass in der hintersten Ecke der Map keiner kommt. So. Ash Hot Breach sich ins ganz nach oben. Ja, und da wartet schon einer. Ich glaube, wieder Valkyrie. Der kriegt einen Stock mit Kiefer. Die ist, glaube ich, bei der Badewanne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also DBC, die machen das. Ja, weil sie gehen wirklich auch eben schon bei Bank von oben nach unten im zügigen Gang durch. Also die drohen Genau. alle schnell, so wie es Vor sein allem hier muss. auf Herford ist das natürlich auch so eigentlich das, was man machen muss. Ne? Du hast ja nicht viele Auswege, bis auf die Dropper. Du kannst nur über die Stairs kommen als Lurker. Welt haben sie jetzt. Monty. Und Monty kann sogar die Welt ziehen. Oh, starke Monty-Action von Neku. Der hat heute einen guten Tag, ne? SMG und Pistole ist heute sein Game, ne? Ja, bleib dabei, Nico. Oh, das wird interessant jetzt. Smoke gegen. Dann Und da war es die vorbei mit ist Monty. down vom Smoke. Die Shotgun geregelt, aber Thatcher direkt daneben. Also ich glaube Smoke, wenn er sich jetzt nicht zurückzieht. Ash hat auch in der Küche aufgemacht zum Leiterraum, also er kann die Leiter nicht mehr runterjoppen. Er ist jetzt komplett gefangen. Vielleicht kann er noch einen ziehen mit ein bisschen Glück. Aber es ist jetzt ganz, ganz schwer. Ja, weil hat Bennett von dem Termite eine Ladung abgefangen, also Jetzt richtig wird drin Ash sind sie auch noch pushen, sieht ihn, nicht. kann er Smoke. Reicht mit der SMG nicht, aber auch die Ash und der wird gezogen. Stark Stark vom Fields gemacht. Hardman. Und er hält sich tapfer. Firma hat jetzt noch gesehen. Und er frisst ordentlich vom Smoke. Das wird Hier ganz kommt eng jetzt für Thatcher. Termite. Thatcher kommt Ist er von durch? hinten. Und auch den kann ganz stark. Smoke. Jetzt gegen Termit Richtig, im Esszimmer. Ich weiß nicht, ob richtig er es gute Runde. mitbekommen hat. Richtig low life. Jäger kann den nächsten ziehen und Smoke Stark, zieht den stark. nächsten. Also, das war eine richtig geile Runde von DKZ, muss man ganz ehrlich sagen. Also, der Ich glaube, Smoke ein hat geregelt. 4K, glaube ich, hier für den Smoke. Smoke hat Feels auf jeden Hardman. Fall stark Sehr, geregelt. sehr starke Runde. Kompliment an den Smoke. Fast so gut gespielt wie ich. So. Boah, mir wird schlecht. Hast was Falsches gegessen? Ja, ich weiß da auch nicht. Dreht sich der Magen irgendwie. Ist ganz komisch. Es muss irgendwie am Wetter vielleicht auch liegen, ne? Das ist Ja, echt. das ist der Umschwung immer, ne? Zwischen Sonne und Regen. Es ist Ja, nicht das glaube einfach. ich auch. Ich hab's nicht einfach. Ich hab's nicht einfach. Nee, so ist das im Alter, ne? So, aber DKZ ist auf dem Scoreboard 1-1 noch alles drin. Noch das DKZ drin. Und ich finde sowieso Herford Basis ist für mich eigentlich der unterste Raum und dann kommt gar nichts. Also Ich finde, es geht. Also, es alles. gab echt eine Zeit lang, ich weiß nicht, wo wir mehr Bereich sichern gespielt haben, vor langer, langer Zeit. Lange ist es her, damals. Da haben wir Hauptschlaf Hätten erstmal wir echt gerne Uhr. verteidigt. Sogar fast noch lieber als unten, muss ich gestehen. Aber es war noch die Kommt Zeit das so vor Mira schwer. und so, ne? Also vor hier Ja. 2. Ja. Aber wir haben auch keine Mira in der Verteidigung gerade dabei. Also wir haben eine Welk, Bandit, einen Jäger, Mute und einen Rook. Also Ich bin gucken gespannt, wir ob mal. wieder der Jäger abaimen geht. Ne, diesmal hat es der Jäger nicht geschafft. Also Aber wir guck wollen mal, auf der jeden Fall Base rapen. Bandit Mute und. versucht. Ja, der Bandit macht sich einen ganz bösen Spot wieder. Kennen hier diese Spots. Wo unten die Fenster Mute und Rook zweimal sind auch anschlägt. hart dabei. Wir haben nur ein On-Spot, ne? Alle anderen weg.
eigentlich wirklich ungewöhnlich. Also Herford ist eigentlich eine Map, die man mit wenig Lurkern spielt, weil man sie einfach so schnell drohen kann und so schnell pushen kann, die Lurker. Jetzt haben wir auch mittlerweile drei wieder. Ah, Dicker Zeit aimt jetzt erstmal die ganzen offenen Fenster ab. Aber auch das ist natürlich alles Zeit, was so ein bisschen weggeht hier. Luke aimt den Red Container ab. Ash geht stairs. Außenmetall stairs. Und da wartet der Bennett, der ist jetzt gespottet. Aber auch hier, da traut sich Ash nicht so richtig rein, ne? Bennett war gespottet, da muss der Call kommen. Wieder. Und alles ein bisschen zögerlich. Jetzt nimmt sie vielleicht das Herz in die Hand. Sieht den Bennett und kann ihn ziehen. Starke Reaktion. Bennett down, Man hat 5 auch gegen 4. die Außenwand aufgemacht auf dem Red. Werden jetzt das auch nochmal Jäger wird aufgemacht ist. gespottet, schade. Aber Jäger hat gefressen, ist richtig low. 4 gegen 4. War eine gute Aktion eigentlich vom Fields Hardman. Und jetzt kommt die Twitch-Drohne. Jetzt wird's eng für den Jäger. Kann er die Twitch-Drohne ziehen? Ah, die Twitch-Drohne verabschiedet sich. Lockdown zieht die Prinzessin. 4 gegen 3 und der Jäger ist lowlife. Gespottet von Termita. Können da richtig gut arbeiten jetzt. Ich weiß nicht, ob der Termit den Jäger auf dem Schirm hat. Der hat einen richtig guten Winkel bekommen. Ganz knapp verfehlt. Aber der Jäger ist injured. Da war. Stark gemacht hier vom Termit, aber er wird nicht rankommen. Jetzt bin ich gespannt, ob der Call für die Twitch-Drohne vielleicht kommt. Und Valkyrie zieht den Termit und sie kann jetzt vielleicht sogar den Rook helfen. Zwei gegen zwei. Ist jetzt. Twitch kann Das einziehen, ist das zu war der wenig verletzte Druck. Jäger. Zu wenig Druck. Die Twitch hat Sprengladung. Macht ihr doch bis zur Toilette auf. Jetzt wird wieder gedroht bei noch 30 Sekunden Restzeit. Die beiden von DBC aimen nur ab. Jetzt drohen auch Thatcher Toilette auf. nochmal. Die werden da nicht richtig durchkommen mit dem Stacheldraht. Jetzt macht sie die Toilette auf. Jetzt wird's interessant. Weil jetzt können sie Druck aufbauen. Aber es wird wieder gedroht. Und Mute wartet schon wieder nur, bis Twitch den Schritt rausmacht. Und jetzt ist langsam die Zeit am Ende. Jetzt kommt Twitch und Mute wird abaimen. Final kann eins ziehen. 2 gegen 1. Twitch down. 1 gegen 1. Thatcher gegen Mute. Er ist drin. Was macht der Mute? Der kann ihn ziehen. Rasiermesser mit dem Double Kill am Ende. Ui, das war aber ein Klick. Ja, aber schade. Dicker Zeit wieder die Überzahl verspielt am Ende. Junge, Junge, Junge. Es sah Aber so gut aus. richtig gemacht von der Twitch-Toilette aufgemacht. Das war wichtig. Also, Ja, ein ich glaube, bisschen wären beide von spät. vorne gekommen. Ja, natürlich spät, aber wären beide von vorne gekommen, wären wir schnell die Runde noch schneller, glaube ich, vorbei gewesen. Aber ich glaube auch, das Schild in der Tür, so klein es doch auch sein, dieser großen Tür, hat noch mal ein bisschen tatsächlich Reaktion gebracht. Denn da musste erstmal der Thatcher drüber springen. Und der Mute hatte die Zeit, ihn da ein bisschen abzuaimen. Wir können uns ja schon mal ein paar Taktiken angucken. Wir müssen ja auch noch mal bereichsichern spielen. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, da findest du nicht wirklich Freunde bei uns. Aber wir müssen ja, ne? Wir spielen ja jetzt selber beim Brothers Cup mit, ne? Aber Ein guck mal, bisschen was Bereich hier. sichern müssen wir uns dann auch nochmal antun, ne? Die So, jetzt Büros gucken wir mal, wie werden sich anders DKZ im verstärkt als Hauptschlafzimmer anders. anstellt. Büros werden anders verstärkt. Wird alles zugemacht bei den Büros. Haben die einen Kessel? Nee, haben sie auch nicht. Das ist auf jeden Fall interessant. Also mit Castle wäre das, glaube ich, eine richtig interessante Taktik. Wenn man da im Büro jetzt die Tür zu den Außenwänden noch zumacht, wäre das, glaube ich, eine richtig interessante Taktik. Aber ich bin mal gespannt, wie sie spielen. Valkyrie wird wieder lurken gehen. So wie es aussieht, erstmal ins Esszimmer rein. EBC. Wieder fett am Drohnen, Hibana schon auf Red gleich drauf. Ash aimt noch ab. Den Rook haben sie jetzt gespottet. Oben. Atelier. Ja, Oh, und auch der der Hook macht jetzt noch Spot auf. Der wird auch immer beliebter, ne? Ich finde ihn, also immer alle anderen sagen, ja, der Dicke, der muss im Raum bleiben. Also ich finde seine Waffe gerade mit dem Arcog ist böse. Mit Burst Mode und zum Spawn Trap. Und wenn dich mal einer anhitte, dann hast du nicht gleich 80 Leben verloren oder so.
Ja, das stimmt. Ja, so ein Rubuk oder so, den kannst du natürlich schon als Lurker spielen, aber du kannst natürlich halt, bist halt nicht so schnell, ne? Machst halt extrem viel Geräusche. Leute mit einem guten Headset, Gut. ne? Die hören dich natürlich echt Bei schon von weiter dem Entfernung, ist bei ne? dem Game aber auch schon wieder hinfällig. Oh, jetzt geht die Wand da auf. Ah, und Fields Hardman wird jetzt verletzt. Keine Chance gehabt, aber ich glaube, Ivana weiß es nicht, aber kommt jetzt rein und sollte ihn sehen. Rasiermesser zieht den ersten. Pointman ist schon wieder down. Jetzt ist auch Rook down und jetzt wird es schon wieder ganz, ganz schwer. 5 gegen 3. Ich habe die Jetzt muss Taktik noch was nicht so ganz kommen verstanden. von DKZ, sonst ist das Match rum. Und der Ich habe die Aufstieg Taktik. wahrscheinlich AD. Valkyrie hier gegen die Ashe. Ashe ist lowlife. Ich weiß nicht, ob die Valkyrie sie hört. Ashe hat sich wieder verabschiedet. Noch eine Minute. Nee, gut, sieht den nächsten. Er ist heute richtig stark drauf, der Junge. Und jetzt ist es 5 gegen 2. Und nur Mute ist on spot. Glaube, dass sie jetzt da wohl leider zerlegt werden. Mute gegen den Termit. Valkyrie kann auch einen Oh, ziehen. stark. Aber Mute ist richtig low life. Aber wenn sie jetzt nur die Treppe abaimen, dass da keiner durchpushen. Aber Ja, da ist halt diese Prinzessin hat blöd. Valkyrie gespottet. Und wenn die Prinzessin jetzt den Step nach vorne macht, dann war's Der Nico das. schleicht sich von hinten an. Jetzt macht sie den Step davor. Das war's für die Valkyrie. Und auch für den Mute. Also dieses Loch, was sie da gemacht haben in den Büros, das hat ihn eigentlich mehr das Genick gebrochen, muss man ganz ehrlich sagen. Sie kamen zu schnell durch. Ne? Also ich habe auch irgendwie so ein bisschen vermisst, dass sie das Büro dann wirklich deffen. Also ich weiß nicht, wer wirklich im Büro war. Also wenn man das Büro natürlich so verstärkt. Also der Jäger ist ein, zwei Mal durchgelaufen, das habe ich gesehen, aber Gerade mit dem Loch muss man das natürlich dann schon ein bisschen musst aggressiver drin oft sein. auch deffen, die Räume dann. Ne? Und vielleicht Musst du ein Tipp drin mit dem sein. Castle auch vielleicht nicht ganz so verkehrt. Damit das 3 zu 1 für DBC und damit haben sie auch das letzte Match gewonnen, kann man eigentlich schon sagen. Die Entscheidung ist gefallen, wir Schade spielen für die Map natürlich DKZ. trotzdem zu Ende. Schade für DKZ. Aber kann man natürlich auf jeden Fall ein Kompliment aussprechen, ne? So eine Saison, 17 Spiele, 17 Siege, muss man erstmal durchgehen, ne? Definitiv. So, aber DBC darf sich jetzt trotzdem nochmal im Waffenlager versuchen. Mal gucken, ob DKZ jetzt vielleicht hier die Sache kommt. Scheiß drauf, ob wir das Match gewinnen. Die Map holen wir uns trotzdem noch. Ist unsere Heimmap. Da wollen wir wenigstens die Map noch mit Das 5 zu 3 nach Hause ist bringen. immer das, wenn du frei aufspielen kannst. Ich glaube auch, dass das jetzt entweder fucken sie sich gerade richtig ab oder sie sagen, komm Leute, lass mal Also es sind ordentlich immer werden die damit. zwei Möglichkeiten, ne? Im Normalfall entweder geht es komplett bergab, ne? Und sie geben das Ding 1-5 ab, ne? Oder sie reißen sich nochmal zusammen und ja, machen nochmal ein bisschen Attacke. Oh, der Wieder Jäger. der Jäger, der hier versucht abzuaimen, wieder von ganz oben. Ja, vom Kinderzimmer, glaube ich, Diesmal ne? kommt Ash mit Vollkaracho. Boah, und sofort stark durchgepusht. Jäger hat ihn überhaupt nicht gehört. Eine Sache, und jetzt machen sie nämlich plötzlich Attacke. Jetzt denken sie sich, komm, Sache ist rum. Ja, Jetzt pushen wir scheiße. hier mal richtig. Und sofort spielen sie bei 2:30 5 gegen 4, anstatt 4 gegen 5. Was ist das, ne? Kein Druck da ist, ne? Guck mal, Hibana auch schon durch. Noch nicht die 2-Minuten-Marke erreicht. Jopper werden aufgehen. Ashe ist durch in der Waschküche. Aber die legen jetzt ordentlich Tempo vor. Thatcher steht schon vor dem Briefing, wird gleich Kontakt mit der Frost bekommen. Traut sich nicht so richtig rum. Guck mal, Ashe schon an der Treppe durch jetzt. Kommen jetzt aber die Hits von Frost. Frost ist gespottet. Aber auch kein Stacheldraht Spinde mehr auf gehen der Treppe, auf. ne? Ich bin gespannt, ob Bennett das jetzt wieder so gut halten kann wie vorhin. Ölfässer werden bedroht. Termit gibt die Blinds ab. Sieht alles viel aggressiver jetzt aus, was DKZ auf einmal spielt. Der Bennett kriegt richtig Probleme. Gegen den Thatcher und wieder stark von Neku. Der Junge ist richtig on fire heute. Da fehlt auch die kleine Wand auf.
Die geht jetzt erst auf. Ich glaube, sie konnten nicht, weil Ben immer noch versucht hat abzufangen. Pointman kann ja. Prinzessin jetzt ziehen. 4 gegen 3. Ibana ist durch im Müllfass und hat die wichtige Echo-Runde. Termit zieht ein. 2 Leute nur noch über. Frost im Briefing. Echo on Spot. Aber Double Twitch down. Fällt. Double Down. Das muss es doch jetzt eigentlich sein. Jetzt können sie sie holen. Jetzt wird es für Echo richtig gefährlich on Spot. Gegen Ash. Kann Ash nochmal verletzen. So, jetzt rein da. Aber das war's. Da kommt Ibana von hinten. Ne? Und das war mal ein Angriff, so wie ich ihn mir eigentlich vorstelle. Ja. Wenn es um nichts mehr geht, spielen die Leute frei auf. Das ist sensationell. Das ist wie im Fußball oder sonst wo. Wer weiß, wie das Match ausgegangen wäre, wenn sie so auf Bank angefangen hätten. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß nicht, ob das ist. Meinst du, das war Respekt oder das ist mehr eher so, oh, wir könnten es verkacken, die Angst oder. Ich glaube, das ist bei sowas eine gute Mischung aus beidem. Ne? Also wenn natürlich ein Gegner kommt, wo man weiß, der ist komplett ungeschlagen, der hat noch nie einen Punkt abgegeben in 16 Spielen, hat man natürlich schon einen gewissen Respekt vor. Ne? Und wenn man halt selber weiß, okay, für uns geht es um alles, entweder gewinnen wir das Ding hier und steigen auf, oder wenn wir verlieren, ist unsere eigentlich doch gute Saison, die ja, ich glaube, am Ende jetzt mit 11 Siegen und oder 12 Siegen und 16 Niederlagen dastehen, was ja trotzdem eine super Saison ist. Ist dann halt hinfällig und man muss wieder in Liga 4 den harten Weg gehen. Ne? So wie Eintracht Braunschweig im Fußball. Starke Saison gespielt und trotzdem nur noch zweite Liga. Ja. So ist das mit den Spielen. Bin ich auch mal auf die Verteidigung gespannt, weil jetzt das sieht auch alles. Jetzt macht sich die. Sie gehen auch jetzt dürfen. Rivalry 93 Crane, wie ist Bank ausgegangen? Eine Frage 5 zu 2 ist Bank ausgegangen für die Brother Crew. Ja, aber du hast recht, ne? Sie spielen jetzt auch hier die Verteidigung viel offensiver. Smoke hat ordentlich gearbeitet. Der macht sich mal richtige Löcher oben rein. Und wir erinnern uns, Smoke ja mit dem 4K in der ersten Verteidigung unten, da im Red Container drin. Wir haben ihn nicht gezogen bekommen. Ja, DBC so, versucht es jetzt über Red hier. Spinde sind aufgeschossen. Ash macht Red auf. Ich glaube, sie wollen den Smoke jetzt auf jeden Fall haben. Das ist aber die Valk und nicht mehr der Smoke. Smoke ist jetzt ganz oben. Auch Ash ist da am Start. Ich weiß nicht, ob Smoke sich hier wirklich trauen sollte gegen zwei Leute. Und das war's. Also gegen zwei Leute zu pieken, gegen Ash und Twitch, ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung ist. Aber sie können frei aufschießen. Jetzt geht Spinde komplett auf. 5 gegen 3, noch 1,40. Die Brother Crew legt sich die Jungs jetzt zurecht unten. Alle drei Onspot gefallen mit Mira, Valkyrie, Jäger. Der Dropper geht auch auf. Jetzt können die Jungs richtig in Ruhe arbeiten. Jetzt geht die kleine Wand auf von Termit und jetzt. Eieiei, Jäger. Starker Aktion vom Jäger. Kann Stark. Zwei Leute down, aber da kommt der Ash von hinten. Aber er hat seine Arbeit getan. Ich wollte gerade sagen, er konnte die beiden noch gerade so messen. Dann hatte ich ein bisschen Angst drum, dass Ash ihm da zuvorkommt. Und plötzlich ist es 3 gegen 2. Nur noch 50 Sekunden. Mira hat noch ihr Mira-Fenster. Aber Neko wieder am Start. Und jetzt denke ich, wird für die Mira richtig eng. Neko macht sich den letzten Stacheldraht und es ist diesmal Ash. Starker, schneller Angriff wieder von der Brother Crew. Sind die Jungs von DKZ nicht hinterhergekommen? Haben sich obwohl da quasi der Jäger nochmal versucht hat. Wollte ich gerade sagen, haben sie auch nicht schocken lassen, dass der Jäger da zweimal schnell gezogen hat? War schon dann am Ende souverän durchgespielt. Es ist also schon auf Bank, also es ist wirklich, also DBC spielt das souverän runter, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, sehr solide auf jeden Fall. Auch
Wenig Fehler, muss ich Ja. sagen, sind dabei, ne? Ja. Also, sie spotten die Leute gut, drohen gut. Ja, was soll man sagen? Starkes, solides Spiel und ich denke, wenn man das so sieht, haben sie den Aufstieg auf jeden Fall redlich verdient in die dritte Liga. Wenn sie so, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn sie so auf jeden Fall zusammenbleiben und das Niveau halten können, in der dritten Liga vielleicht auch sogar direkt ein Kandidat, um Aufstieg in die zweite Liga mitzuspielen. Sollte man ja auch nicht Ja. vergessen, ne? Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, auf jeden Fall. Das war schon. DBC jetzt nochmal unten. Mal gucken, ob sie schon zumachen können. Auf Herford-Basis dann ebenfalls mit dem 5 zu 2. Und ich bin gespannt, ob DKZ jetzt Sehe nur wieder so noch aggressiv zwei. vorgeht wie in der vorigen Ich Runde. sehe nur zwei Onspot. Sehe nur Ah, einen guck sogar dir noch. den Jäger an. Ich glaube, der will wieder abaimen da oben. War dann ja auch. Also mit dem Holo auf dem Spot abzuaimen ist auch gewagt, ne? Vom King Brother. Das Wird ist ja auch schon. gespottet. Abaimen, denke ich, hat sich erstmal erledigt. Ja, jetzt sind doch wieder vier Leute unten. Ah, jetzt geht die Maschinerie schon los. Hibana wird oben reingehen, Ash wird oben reingehen. Und sie wollen den Jäger, der sich jetzt aber ganz schnell verpieselt hat, erstmal ins Hauptschlafzimmer. Er muss ja nur Zeit von der Uhr nehmen und das macht er. Ah, da fehlt ab und zu dann so ein bisschen die Konsequenz, ne? Auch hier wieder. Der Jäger wird gedroht, aber es dauert wirklich zu lange, bis der Pusher kommt. Ich Ash weiß nicht, ob versucht das die es jetzt. Absprache ist, aber es ist halt auch ein Jetzt ist 1 gegen Ash drin, 1 aber jetzt das hat wieder, der ne? Jäger natürlich gehört. Wird von der Drohne geärgert. Was macht der Ash? Jetzt kommt die Blendgranate, jetzt muss der Jäger gepusht werden. Aber sie finden ihn nicht. Jetzt macht Lockdown das gleich. Also da, ich weiß nicht, ob der Ash gerade zugeguckt. Sie wusste gerade nicht so richtig, wo der Jäger wirklich ist. Nee, 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 der hat wieder Richtung Büros geaimt. Da hatten sie ein bisschen Glück, dass das Lockdown da noch nachgezogen ist mit Hibana. Gehen auch unten die Spinde auf. Camps sind jetzt langsam down. 1,30 noch 5 gegen 4. Und der Neku, Wieder alter Neku. Schwede. Also der, was der für eine Arbeit unten in den Spinden macht, wirklich absolut Respekt. Also das hält der mega nice. Beide Seiten auf und er zieht trotzdem seine Leute da vorne. Das ist schon ganz starkes Kino. Jetzt Ash am Drohnen, Twitch am Drohnen. Eigentlich die beiden, die hier wirklich die Leute pushen könnten, drohnen sie sich selber. Und das kann halt auch nicht funktionieren, ne? Es ist ja das, was ich sage. Es ist wirklich zu Der Bennett inkonsequent. Ne? Also bewegt sich so stark da unten. Immer wieder geht er raus. Jetzt wieder aber vom Termit geht er, aber kann ihn auch nicht ziehen. Das Aim ist auch nicht gerade on point heute bei DKZ. Der Bandit steht da wirklich gut und sie verlieren wieder Zeit. 4 gegen 4, noch 30 Sekunden. Auch Echo noch am Leben. Mute on spot. Ich hab kein Briefing. Ich glaube, da fehlt so ein bisschen im Moment die Idee bei den Jungs von DKZ, wie sie diese Runde jetzt nach Hause bringen sollen. Die Blinds, jetzt fällt Neku. 4 gegen 3, aber sie müssen rein. Es sind nur noch 15 Sekunden. Aber sie müssen auch schon wieder über ein Echo Schild zieht die springen, ne? Twitch. Die Capgun-Falle. Hat der Capgun die Müssen auch Arbeit schon wieder. geleistet? Termit fast low und das war's. Sie kommen nicht rein. Also es Sie dauert. kommen Es nicht ist zwar rein. heute zu lang gedauert. Es hat einfach Weil die sich. gefehlt. Ja, weil sie sich auch wirklich, wie du schon sagtest, sich einfach. Die Pusher müssen sich selber drohen. Das ist halt. Das funktioniert nicht, ne? Da kommst du halt nicht. Genau, also wenn es halt wirklich anfängt, dass ein Ash sich selber drohen muss, dann geht einfach auch zu viel Zeit drauf und dann na, stehst du 4 gegen 4, sind noch 20 Sekunden und du weißt nicht so richtig, was du machen sollst, ne? Ja, starkes Spiel von DPC. 5 zu 2 auf Bank, 5 zu 2 auf Herford-Basis, insgesamt 10 zu 4. Glückwunsch Ich zum glaube, da kann man 17. auch Sieg im 17. Spiel. DBC auch nochmal ein Lob aussprechen, weil. Auch wenn es um nichts mehr ging, also sie haben trotzdem Attacke gemacht, ne? Also so ist es ja nicht, ne? Richtig, auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen.
absolut starkes Spiel von DBC. Glückwünsche gehen raus. Natürlich auch ein GG an DKZ. Hat heute nicht ganz gereicht. Vielleicht haben sie ja noch ein bisschen Glück mit dem Aufstieg. Ich weiß gar nicht, wie viele Teams sich aus der dritten Liga abgemeldet haben. Vielleicht reicht es ja trotzdem noch. Verdient hätten die Jungs es auf jeden Fall, auch den Aufstieg in Liga 3 klar zu machen. Auch wenn es heute nicht gereicht hat. Ja, wie gesagt, GG geht raus an beide Jungs. Glückwunsch an DBC. Auch Glückwunsch Definitiv. an DKZ für die trotzdem starke Saison. Und ja, was soll ich noch sagen? Kann nochmal verweisen, Dienstag geht es weiter bei uns. Ne, schon erwähnt, Imperial Esports, Team Supreme gegen die Pimmelbirnen, 21 Uhr Dienstag. Und am Mittwoch geht es auch wieder weiter. Noch ein Spiel aus der Gruppenphase im Brothers Cup, auch 21 Uhr, auch Imperial Esports, Team Supreme. Aber am Mittwoch spielen sie gegen das Team Nö aus Österreich. Ich weiß gar nicht, wann haben wir unser erstes Spiel? Wir dürfen auch mal Werbung machen für uns, oder? Ja, selbstverständlich. Wir haben morgen unser erstes Spiel. Das ist schon wieder ganz Ja, vergessen. super. Junge, Junge, Ja, Junge. Ne, da werden sind wir wir natürlich auch mit gestreamt? Stream dabei. Ne, natürlich nur aus der Ja. Ego-Perspektive. Ne? Von mir. Da siehst du. Leider. Also Da gibt es Leute, dann nicht so schönes Gameplay zu sehen. einschalten. Ne, genau. Um ja, 19 Uhr, wobei das noch ein bisschen in den Sternen steht, vielleicht auch 20 Uhr. Es kann sein, dass wir noch eine Stunde nach hinten verschieben müssen. Die Gegner haben mir vorhin geschrieben, aber geht erstmal von 19 Uhr aus. Wir halten euch natürlich auf Facebook auf dem Laufenden. Unser Spiel gegen die MAC Strohhutbande. Interessantes Team, ich kenne sie nicht. Noch nicht gegen gespielt. Aber ja, das war's von uns. Also, Oder möchtest du noch was sagen? Noch was nö, erwähnen? eigentlich wollte ich nur noch mal Moin Spinne sagen. Ja, moin Spinne. Moin Spinne. Ist Max überhaupt da? Max, hallo, Weiß ich hallo? nicht. Weiß ich Hallo, nicht, wissen hallo. wir nicht. Der sollte ja hier auf dem Chat aufpassen, ne? Wenn der das nicht Ja, gemacht hat, na, dann kriegt er erstmal einen Einlauf. Naja. Junge, Junge. ja. Junge, Junge. So ist das mit den Na Kindern. gut. Gut, so, das war's von Also uns. Leute, morgen 19 Uhr einschalten. Wir sind wieder dabei. Ja, richtig, mit einem Spiel. Da gibt es dann unser geniales Bereich-Sichern-Gameplay, was wir schon nicht mehr können, weil wir so lange nicht gespielt haben. Aber gut, hier, Björn, der wird uns carrygen. Ne? Wir haben ja zum Glück Ja, ich einen dabei, versuch's. der ein bisschen was kann. MK. Ne? Genau. MK. MNK for the World, Sim4, wisst ihr Bescheid. So, Jungs. Wir sind jetzt aber raus. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Abend. Danke fürs Zugucken, egal wer uns gefollowt hat. Ich kann es leider noch nicht heute einsehen. Aber trotzdem danke für alles und bis morgen. Tüdelü.